Galapagos. Ein Archipel aus 13 größeren und über 100 kleineren bis winzigen Inseln. Eine der größeren ist die Insel Pinzon. Und diese Insel steuerten wir an diesem Tag an. Die Fahrt mit dem Boot dauerte ab Porto Ayora auf Santa Cruz 3 Stunden. Kaum angekommen, hüpften wir auch schon rein ins kühle Nass. Denn die Insel selbst darf man aus Naturschutzgründen nicht ohne weiteres betreten. Im Wasser kam auch gleich der erste Seelöwe vorbei und das versprach, dass es ein spannender Schnorcheltrip werden könnte. Was uns sehr überraschte, war das kalte Wasser. Wir hatten mit einer schönen, warmen, bunten Unterwasserwelt gerechnet. Der Humboldtstrom kühlte um diese Jahreszeit das Wasser aber auf kalte 15 Grad ab. Und somit wurde das Schnorchen zu einer ordentlichen Herausforderung. Viele Tiere wie dieser Seebär heizen sich deshalb zwischendurch immer wieder mit der brennenden Sonne auf. Diese Seeigel können das nicht und müssen mit dem kalten Wasser klarkommen. Auch für Meeresschildkröten ist es nicht einfach. Sie sind wechselwarm und können im Gegensatz zu uns Menschen ihre Temperatur nicht selbstständig halten. Beim Abtauchen fällt schnell auf, wie ein tropisches Korallenriff sieht das hier nicht aus. Es ist eine steinige Landschaft mit vereinzelt bunten Fischen und ein paar grünen und roten Algen, die auf den Steinen wachsen. Und die Algen sind der Grund, weshalb sich die Meeresschildkröten trotz des kalten Wassers hier ziemlich wohlfühlen. Von Juni bis Dezember bringt der kalte Humboldtstrom nährstoffreiches Wasser aus der Antarktis. Das lässt die Algen wunderbar wachsen und die Schildkröten haben viel Nahrung zur Verfügung. Während dieser Zeit kann sich die Meeresschildkröte richtig satt fressen, kühlt aber immer wieder aus und muss sich einen Platz im flachen Wasser suchen, um sich aufzuwärmen. Wie das aussieht, sehen wir später, wenn wir auf Haie treffen. Von Dezember bis Juni bringt der Panama-Strom warmes Wasser aus dem Norden. Und dieses sorgt dafür, dass sich die Algen braun verfärben und die Schildkröte weniger Nahrung findet. Das heißt, ab diesem Zeitpunkt kühlt dann die Schildkröte nicht mehr so stark aus, dafür muss sie aber weite Strecken zurücklegen, um genügend Nahrung zu finden. Wie man es dreht und wendet, alles hat Vor- und Nachteile. Fakt ist, Galapagos schenkt seinen Bewohnern nichts. Alle Tiere, die hier leben, mussten sich an harte Bedingungen anpassen. Da ist es wirklich von Vorteil, wenn man Fischfresser ist, so wie dieser Seelöwe. Das war ein großer Bulle, der hier kurz mal vorbeischaute und wir waren eigentlich ganz froh, dass er nicht dichter zu uns rankam, denn wir hatten bis dahin unter Wasser noch keinen Kontakt mit so einer großen Robbe. Zu dem Zeitpunkt konnten wir ja noch nicht erahnen, wie dicht wir den Seelöwen unter Wasser noch begegnen werden. Aber das ist ein anderes Video. Mit dem nächsten Tier hatten wir hier im kalten Wasser rund um Pinzon nicht gerechnet. Denn wir hatten tatsächlich eine Meeresechse beim Tauchen getroffen. Marine Iguanas sind die einzigen Echsen, die aktiv tauchen. Und das Tauchen sicherte ihr Überleben. Als ihre Vorfahren vor einigen Millionen Jahren auf die Galapagos-Inseln gelangten, gab es nichts außer Lavagestein. Viele Tiere sind damals verhungert, aber einige sahen die Algen an den Steinen, die das Meer bei Ebbe offenbarte. Die Iguanas fingen an, die Algen zu fressen, andere sahen das und imitierten es. Irgendwann blieben einige Leguane festgekrallt am Felsen, obwohl die Flut kam. Sie lernten dabei, unter Wasser zu fressen und hatten somit ein größeres Zeitfenster, um sich zu sättigen. Dabei merkten sie, dass sie sich nach längerem Kontakt mit dem kalten Wasser aufwärmen müssen. Einige Tiere hielten jedoch länger durch. Die großen Männchen. Ihr Körpervolumen ist deutlich größer, sodass sie mehr Wärme speichern können. Weil Leguane schwimmen können, war der Weg des Abtauchens gar nicht mehr so weit. Jedenfalls, wenn man das im Laufe der Evolution betrachtet. Denn das, was ich so kurz und lose beschrieben habe, dauerte bis zu 4,5 Millionen Jahre. So lange ist es her, dass die Vorfahren der Marine-Iguanas auf das Galapagos-Archipel kamen. Die Iguanas teilen das Schicksal der Meeresschildkröten. Sie haben also aktuell viel Futter,
aber dafür nur kaltes Wasser. Weil Marine-Iguanas Landbewohner sind, klettern sie im Gegensatz zu den Schildkröten aus dem Wasser raus und tanken dann erstmal auf den heißen Lavastein die wärmende Sonne. Deshalb sind die Meeresechsen auch schwarz gefärbt. Schwarz zieht die Sonne an, denn wenn man aus dem kalten Wasser kommt und sich kaum noch bewegen kann, zählt jede Sekunde. Da hat man es als Seelöwe deutlich einfacher. Ich musste mich etwas beeilen, weil wie immer waren alle anderen schon weitergeschwommen. Und ich blieb weit zurück. Ich wusste aber, dass wir noch in eine kleine Bucht kommen, in der sich einige Tiere versammeln und das etwas wärmere Wasser genießen. Weil auch mir schon lange kalt war, sehnte ich mich nach dieser Bucht. In der Bucht angekommen, merkte ich schnell, dass das Wasser nicht wirklich wärmer war, aber das war auch Nebensache, denn hier im flachen Wasser genossen zahlreiche weißspitzen Riffhaie die wärmenden Sonnenstrahlen. Diese gechillten Haie sind regelmäßige Besuche gewohnt und deshalb kann man ihnen auch wirklich sehr nahe kommen. Es geht auch gar nicht anders, denn wenn man nicht zu ihnen hinschwimmt, kommen sie von ganz allein neugierig dichter. Da könnte es manch einem Schnorchler Angst und Bange werden. So eine Begegnung mit Haien zeigt einem aber vor allem eines. Haie sind alles andere als blutrünstige Killer. Sie haben Freundschaften, hier in der Bucht eine Chillout-Area und sie haben einfach ein falsches Image. Vergleicht man Haie mit Raubtieren an Land? So ist der große weiße Hai ein Jäger wie ein Löwe oder ein Tiger. Und ein weißspitzen Riffhai wäre wie ein Fuchs oder ein Marder. Löwen, Tiger oder Füchse würden wir hoffentlich auch nicht als reißende Bestien bezeichnen, sondern als imposante, intelligente Jäger. Weil ich vorher so rumgetrödelt hatte, waren alle anderen Schnorchler schon wieder weitergeschwommen und ich konnte die Zeit mit den zahlreichen Haien ganz allein genießen. Ich fühlte mich pudelwohl. Wenn es Abend wird, gehen die Haie auf die Jagd. Sie jagen gerne in der Gruppe, um somit Fische, Krebstiere oder Kopffüßer strategisch besser erbeuten zu können. Spannend ist auch, dass diese Haiart vivipar ist. Das heißt, dass sie ihre Jungtiere nach einer Tragzeit von 10 bis 13 Monaten lebend zur Welt bringen, ohne vorher ein Ei abgelegt zu haben. Also genau wie wir Menschen auch. Du merkst schon, ich möchte dich überzeugen, dass Haie genauso spannend und schützenswert sind wie die Meeresschildkröten oder Marine-Iguanas. Was du über Haie denkst, kannst du uns ja gerne mal unten in die Kommentare schreiben. Irgendwann musste ich dann doch leider weiter und ich wurde tatsächlich auch noch ein Stückchen von einigen Haien begleitet. Als ich die restliche Truppe und auch Sarina wieder erreichte, spielten die schon mit einem Seelöwen. Seelöwen lieben es, einen zu umkreisen und zu zeigen, dass sie im Wasser viel schneller sind als wir Menschen. Der Ausflug nach Pinson hat sich wirklich gelohnt und ich bin mir sicher, dass wir irgendwann mal hierher zurückkehren werden.